Seid gewarnt, die neue Weltreligion wird nach außen hin als eine gute und heilige Organisation erscheinen, voller Liebe und Mitgefühl. Sonntag, 8. Juli 2012, 17.17 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, der große Glaubensabfall, von dem ich sprach, beschleunigt sich jetzt in der Welt. Dieses Mal breitet er sich wie ein Schleier über meine heilige Kirche auf Erden aus und bewölkt ihren Blick wie ein tiefer Nebel. Dies ist die Zeit für die große Spaltung meiner Kirche in zwei Lager. Auf der einen Seite werdet ihr meine geliebten treuen heiligen Diener haben, die meinen Lehren folgen und die niemals von ihnen abweichen. Auf der anderen Seite gibt es jene Priester und andere Führer in meinen christlichen Kirchen, die unter dem Einfluss des modernen Lebens stehen und die meine Gebote entheiligen werden. Sie beugen sich dem Druck von Leuten, die von ihnen verlangen, dass sie im Namen Gottes Toleranz zeigen, indem sie Gottes Gesetze verändern, um sie menschlichen Ansprüchen anzupassen. Sie sind voller Stolz, Arroganz und weltlichem Ehrgeiz. Es wird ihnen nichts ausmachen, wenn sie die heiligen Sakramente verändern, um sich einer sündigen Agenda anzupassen. Nein, sie werden es sogar ermöglichen, dass in den Kirchen meines Vaters abscheuliche Handlungen begangen werden, und das alles im Namen der Grundrechte und der Toleranz. Sie werden über die Sünde stillschweigend hinwegsehen und werden mich beleidigen, indem sie solche Sünden vor meinen heiligen Tabernakel zur Schau stellen werden und dabei erwarten, dass ich solche abscheulichen Taten schlucke. Bald werden sie die Sakramente abschaffen, um sich allen anzupassen. Stattdessen werden dort Feiern, Partys und andere Formen der Unterhaltung abgehalten werden. Dies wird eine neue Weltkirche werden, die sich eines eindrucksvollen Gebäudes in Rom rühmen wird, die aber Gott nicht ehren wird. Es wird, für alle sichtbar, mit heimlichen satanischen Symbolen gebaut werden und es wird das Tier vergöttern. Jede Sünde, die meinem geliebten Vater zuwider ist, wird öffentlich geehrt werden, und Millionen von Menschen werden ihre Gesetze der Verdorbenheit akzeptieren als etwas, das in den Augen Gottes würdig ist. Meine heiligen Diener, die mir gegenüber treu bleiben, werden die heilige Messe heimlich halten müssen oder mit einer Haftstrafe rechnen müssen. Sie werden sich in Stärke und mit dem Heiligen Geist erfüllt versammeln. Sie werden fortfahren, die Kinder Gottes mit dem Brot des Lebens zu nähren. Sie müssen sicherstellen, dass all denjenigen, die sie führen, der Schutz des Siegels des lebendigen Gottes angeboten wird. Die Zeit dafür, dass der neue Tempel zu Ehren des Tieres gebaut wird, ist jetzt sehr nah. Dieser wird unter der Diktatur des Antichristen errichtet werden, der in Kürze als der Mann des Friedens die Weltbühne betreten wird. Versammelt euch, alle meine Anhänger, sobald ihr könnt. Meine Priester, die ihr meine Stimme erkennt, ihr müsst eure Vorbereitungen beginnen, um sicherzustellen, dass meine Kirche auf Erden die bevorstehende Verfolgung mit Stärke durchstehen kann. Die Zufluchtsorte werden rechtzeitig zu eurer Verwendung bereitstehen, denn ich habe meine Anhänger seit längerer Zeit beauftragt, sicherzustellen, dass sie eurem Zweck dienen werden. Diese Verfolgung wird kurz sein, und ihr werdet sie überstehen, obwohl es schmerzhaft sein wird. Seid gewarnt. Die neue Weltreligion wird nach außen hin als eine gute und heilige Organisation erscheinen, voller Liebe und Mitgefühl. Sie wird ein großartiges Bild der Toleranz ausstrahlen und sie wird jede Sünde preisen, die in Gottes Augen eine solche ist. Sie wird jede Sünde so verdrehen, dass sie in den Augen Gottes annehmbar zu sein scheint. Aber ihr müsst wissen, dass solcher Abscheu mir Übelkeit und Kummer verursacht hinsichtlich jener, die diesem gefährlichen Pfad zur ewigen Verdammung folgen. Die Sünde wird in meinen Augen immer Sünde sein. Die Zeit ändert nichts daran. Neue Regeln, um sich der Sehnsucht des Menschen nach sündhaften Betätigungen anzupassen, werden von mir niemals akzeptiert werden. Bereitet euch jetzt auf diesen großen Betrug vor, denn er wird sehr bald stattfinden. Euer Jesus.